Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Strecke Dresden-Chemnitz. Wir sind hier unterwegs in einem Sonderzug, bespannt mit der Baureihe 185 und haben hier diese alten Intercity-Wagen und fahren mit denen einmal über die gesamte Strecke von Dresden nach Chemnitz. Das Ganze hier im Free-Roam-Modus, das heißt also einfach im Fahrplan-Modus, und wir verlieren keine Zeit, steigen ein, rüsten noch auf, was wir aufrüsten können und sollen und müssen, und dann können wir schon gleich losfahren, schalten uns die AFB an und stehen auf. Nein, das wollte ich nicht, sondern stellen die AFB auf 60 ein. Wir dürfen mit 60, nee, gar nicht, mit 40 ausfahren. So, schalten uns noch die Sicherungssysteme an. Mit anderen Worten, PZB und LZB, die funktioniert hier bei dieser 185 nicht. Spitzensignale aktiviert. Stromabnehmer, da ist der hintere oben, das passt soweit. Und ja, ich glaube, das ist soweit in Ordnung. Federspeicher ist gelöst. Einmal noch geguckt, was wir noch einstellen können. Hier die AFB ist an. Ja, machen wir uns mal hier die Beleuchtung noch ein bisschen an, falls wir mal in einem Tunnel sein sollten, dass wir auch was sehen können. Das passt soweit. Obere Zugart natürlich aktiv. Und ja, stellen hier noch vielleicht auf das Display einmal um, die Fahrmotoransicht. Wir müssen noch gleich die PZB einmal ganz kurz aus- und wieder anmachen. Jetzt sind wir in der oberen Zugart. Hervorragend. Dann schalten wir uns noch die Pultbeleuchtung hier einmal aus. Genau, die brauchen wir jetzt nicht. Und dann sind wir soweit abfahrbereit. Bahnlinie, also Zugsammelschiene ist an, Hauptschalter ist drin. Drei weiße Lichter sind an und wir fackeln nicht lange. Los geht die hoffentlich nicht ganz so wilde Fahrt. Es ist ja immerhin eine Museumsfahrt oder so eine Art Sonderzug, den wir hier gerade fahren mit der MRCE 185 und diesen Intercity-Wagen hier auf Dresden-Chemnitz. Mal was anderes, mal was Neues. Ne, also Fernverkehr ist hier auf dieser Strecke eigentlich nicht vorhanden im Fahrplan. Und hier ist das ja so ein bisschen so simuliert, zumindest in die Richtung. Ist jetzt auch nicht ganz Fernverkehr im klassischen Sinne, ne? Ist ja jetzt auch eine Sonderzugfahrt. Aber ich finde, das ist voll okay. Kann man auf jeden Fall mal machen. So, einmal hier vielleicht Fenster auf. Und ja, aber ich glaube, ich kann das Fenster auch wieder zumachen. Ja, viel los hier auf jeden Fall im Dresdner Hauptbahnhof. Wie kennt's? Ja, 143, die da abgestellt ist. Gerade eben fuhr auch noch ein ICE ein, während ich hier schon vorher reingefahren bin. Und das sind unsere Wagen. Diese Intercity-Wagen, diese alten Intercity-Wagen, die mit der Strecke Mainz-Koblenz ins Spiel hinzugekommen sind. Zweite Klasse und erste Klasse haben wir. Sehr, sehr schön. So, interessanter Fahrweg, den wir jetzt auf jeden Fall einnehmen. Das ist ja das Interessante an diesem Free-Roam-Modus, dass man da auch da durchaus mal dann über Gleise fährt, die man sonst normalerweise so im Fahrplan vielleicht nicht unbedingt erkennen würde. Ich muss sagen, dieses Gepieps im Hintergrund ist schon etwas anstrengend. Ich mach's mal bei mir auf meinen Kopfhörer etwas leiser. Ich hoffe, das ist nicht so laut in der Aufnahme, dass es nicht aushaltbar ist. Aber ich denke mal, das ist in Ordnung. Ich kann aber... Aber wisst ihr was? Also wir haben da jetzt nichts, was wir bestätigen müssen. Ich tappe mal ganz kurz mal in mein Aufnahmeprogramm rein. In OBS. Und ich stelle nochmal den Game Sound ein bisschen runter. So, dass es etwas leiser ist und vielleicht dann dieses Piepsen nicht so laut ist. So, 70 darf ab hier vorne gleich gefahren werden. Natürlich erst, wenn unser ganzer Zug dran vorbei ist. Das ist hier dieser letzte Wagen. Sind auch hinten zweimal rote Lichter aktiviert. Wir haben heute keine Zwischenhalte. Fahren also ganz entspannt hier die gesamte Strecke einmal ab.
und schauen, wie weit wir kommen. So, wir können schon mal die AFP hochsetzen und es wird beschleunigt. Können hier die KI-Züge auf jeden Fall noch gut begutachten. Eine 363, die hier rumsteht. Hier gerade eben auf der linken Seite sehr, sehr viel Rollmaterial, das hier stand. Und das sind wir. Ehemaliger Drehlokschuppen. Ne, gar nicht ehemalig. Das scheint ja immer noch zu funktionieren. Ne, das ist nicht das, der ehemalige Drehlokschuppen. Ne, das funktioniert. Weiß einer, was diese zwei Punkte hier eigentlich heißen? Bestimmt weiß das einer. Oder eine. So, und ab jetzt wird es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Also die Strecke wird sehr, sehr schön. Vorbei an Dresden-Plauen. Und ab hier dürfen wir dann gleich 80 fahren. Auch hier eine sehr schöne Stelle mit dem Fluss, den wir hier überqueren. So, 80 stellen wir schon mal ein. Und ab hier vorne dann 100. Also nach wie vor Dresden-Chemnitz eine der schönsten Strecken, die es eigentlich im TSW gibt. Gar keine Frage. Oh, ich glaube, jetzt muss ich doch einmal, ich habe es ja gesagt, so ein-, zweimal pro Fahrt erlaube ich mir dann doch den Fotomodus und hier am Fluss gefällt mir das doch sehr. So vielleicht. Jawohl. Aber ich werde sicherlich noch zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mal ein kleines Foto machen. 143 mit Dostos. Hier auch eine sehr, sehr schöne Stelle der Strecke. Mit dieser... Oh, ist das so eine Art Mühle? Na, ich meine, es steht sie am Wasser, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das für ein Gebäude ist. Aber definitiv ein individuelles Asset. Dass wir hier schön diese Fahrt genießen können. Kilometer 5,8. Kommt auch nicht so oft vor, dass wir mit der 185 in der oberen Zugart unterwegs sind, ne? Aber auch das darf mal sein.
Also ob hier darf 110 gefahren werden. Ich neige mal dazu zu sagen, 111 darf gefahren werden. Ich weiß auch nicht wieso. Ah ne, gar nicht, ab hier darf 100. Nee, es darf schon 110 gefahren werden. Alles gut, passt soweit. Ja, ich habe ein bisschen überlegt, was für eine Lok wir hier fahren heute. Habe erst gedacht, dass wir das Ganze vielleicht mit einem ICE machen, aber das erschien mir dann doch irgendwie etwas unpassend. Beziehungsweise eigentlich wollte ich halt mit altem Wagenmaterial rumfahren, das war mir halt wichtig. N-Wagen erschien mir aber ein bisschen unpassend. Die Intercity-Wagen aber dafür ganz gut, aber ich wollte auch nicht mit der 103 hier rumfahren. Eine 146 erschien mir wiederum unpassend dafür. Auch sowas wie so 143. Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen, sind wir aber gerade erst gefahren. Und 143 fährt man ja sowieso sehr viel hier auf dieser Strecke. Ich wollte irgendwas haben, was man sonst eher selten fährt. 101 wäre halt zu, ja in Anführungszeichen, normal. Wäre zu wenig besonders. Und so kam ich dann auf die 185. Hier diese Rico-Wagen, an denen wir hier vorbeifahren. Immer sehr schön, von denen ich immer noch hoffe, dass sie irgendwann mal tatsächlich vielleicht fahrbar sein könnten. Wäre sehr, sehr cool. Und da hinten düsen wir durch die Lande. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja, ne? Schön. Ja, mit einer 110 wollte ich nicht fahren, weil ich ehrlicherweise schon Lust hatte, mit einer AFB zu fahren. Es ist halt schon um einiges anstrengender, wenn man immer mit einem Fahrzeug fährt, wo man selbst dann gucken muss, dass man die Maximalgeschwindigkeit nicht überschreitet oder dass dann wieder Leistung aufgebaut wird, wenn man zu langsam ist. Und hier mit einer AFB ist es doch recht komfortabel und das hat dann wiederum... Okay, zum Glück keine Beeinflussung, aber wir haben einen Halt voraus. Und da haben wir definitiv eine Beeinflussung. Genau, also ich wollte auf jeden Fall mit einer eher moderneren Lok fahren. Mit AFB. Und als Schmankerl dachte ich mir, gut, dann halt eben mit der 185. Ist ja nicht ganz unrealistisch in diesem Sinne. Es gibt ja beispielsweise den Eurocity zwischen Paris und München. Oder ist es der, nee, gar nicht, nicht Eurocity, sondern irgendein Nachtzug, Nightjet, glaube ich. Paris, München, Paris, Wien oder so. Und da ist es ja auch unter anderem nur 185. Das ist aber schön. Sowas gefällt mir ja sehr. Genau, auch da ist ja nur 185 unterwegs. Mit einem wundervollen Repaint übrigens, mit einer sehr, sehr schönen Lackierung. So, das ist eine Ankündigung auf 60, auch die bestätigen wir natürlich. Zugbeeinflussung. Und damit haben wir noch Halt zu erwarten. Vermutlich wegen des Regionalzugs. Der hat natürlich Vorrang. Ne? Wir als Sonderzug können es ja sowieso ein bisschen langsamer angehen. Wir haben es ja nicht eilig. Zugbeeinflussung. Vorsignalwiederholer. 500 Hertz Magnetis an.
Und dann warten wir, bis der Kollege weitergefahren ist, um uns dann die Strecke freizugeben. Oh, Moment, er hat. Ah, nee, gut, ist abgefahren. Ich dachte, das Signal von dem Zug ist jetzt auf Rot zurückgefallen. Und vielleicht kriegen wir doch die Freigabe, aber nee, wir müssen jetzt einfach nur warten. Ich versuche mal möglichst nah ranzurollen an das Signal, damit wir nicht zu sehr unter der 500-Hertz-Beeinflussung gleich leiden, wenn wir abfahren. Und wir halten an. Dann dürfen wir auch bestimmt gleich auch schon wieder weiterfahren. Wo sind wir hier? Wir müssten hier eigentlich in Tarant sein, glaube ich. Ja, Tarant. Da ist es. Ein Zug nach Hof. Oh, hier ist ein Poster. Also wenn das Signal Halt zeigt, können wir ganz kurz das Poster setzen. Das kann ich mir doch nicht nehmen lassen. Malerische Dampflokfahrten in Chemnitz. Der Zug ist eh eingebremst. Signal haben wir im Blick. Gucken wir mal ganz kurz hier. Ein schönes, süßes, kleines Wartehäuschen. Toll. So, hier ist aber auch nichts mehr zu entdecken an dem Bahnsteig. Signal zeigt immer noch Halt. Können wir eigentlich hier, glaube ich. Genau, hier können wir runter. Und so auf den anderen Bahnsteig, kurz auf Signal geguckt. Hallo, lassen Sie mich durch. Zeigt immer noch Halt. Gut, hier haben wir schon das Plakat gesetzt. Kannst auch ganz nebenbei hier unsere wundervollen Wagen angucken. Hier mit dem Bundesbahn-Logo. Herrlich. Ich hoffe, dass wir mehr Fahrzeuge mit diesem Logo bekommen. Da würde ich mich persönlich ja sehr darüber freuen. Oder Fahrzeuge, die man sehr gut repainten kann mit dem Logo. Wer weiß, was die nächste deutsche Strecke uns so bringt. Okay, also langsam werde ich ungeduldig, muss ich sagen. Wir laufen mal zurück zur Lok. Und rufen mal an beim Fahrdienstleiter. Okay, da kommt kein Fahrzeug. Bitte auf gar keinen Fall auf die Schienen laufen in Realität. Und wir rufen mal an. Abgelehnt. But why? Wie sieht schon unser Weg aus? Okay, das passt aber vom Gleis her. Ist immer noch das richtige Gleis. Ah, okay. Aber warum steht er hier? Okay, der steht hier am Bahnsteig, ja. So, der hat jetzt Fahrt. Das heißt also, wenn der sich jetzt gleich in Gang setzen würde. Der RE, der uns, glaube ich, gerade eben überholt hat. Dann haben wir auch Fahrt. Gut, dann fahren wir dem jetzt leider hinterher.
Kann ich den Zug einfach entfernen? Kann ich. Muss ich aber nicht, der fährt jetzt los. Also passt das jetzt? Hoffentlich. Mal gucken. Komm schon. Na los. Come on. Ja, du schaffst das. Jawohl. Sehr gut. Gutes Signal. Und auf geht's. So, 500 Hertz Beeinflussung ist weg. Und wir dürfen mit 90 ausfahren, gleich nur noch 60, aber das heißt, wir können uns auf jeden Fall befreien, sobald die 1000 Hertz Beeinflussung dann auch weg ist. Solange versuchen wir die 45 tunlichst nicht zu überschreiten. Beziehungsweise die 40. Zugbeeinflussung. So. Zugbeeinflussung. So, ich glaube, wir haben uns befreit, auch wenn hier noch V-Überwachung 45 steht. Es hat schon aufgehört zu blinken. Das heißt also, eigentlich dürfen wir schon schneller fahren als 45. Ich habe mich ja befreit. Wir dürften jetzt eigentlich keine Zwangse bekommen. Zugbeeinflussung. Hoffen wir mal, dass das stimmt. Wir finden es sofort heraus in wenigen Sekunden. Okay, ne, alles gut. Dann ist das hier einfach nur der Fehler an der Sache. Wir dürfen dann auch gleich schon 80 fahren. Einmal um die enge Kurve herum. Und dann einmal hoch auf die 80. Sehr schön, auch hier am Wasser. Das ist eine Beeinflussung, die uns hier erwartet. Eine Ankündigung auf 60 bestätigen wir. Zugbeeinflussung. Jawohl, und dann machen wir das mal nur mit der E-Bremse. Beziehungsweise wir müssen gar nicht bremsen, weil es eh bergauf geht. Wir müssen eher Leistung aufschalten. Also die Lok hat ordentlich gerade zu kämpfen, ne? Nehmen wir mal den Sandstreuer mit hinzu, damit wir etwas mehr Traktion haben. Aber wirklich Leistung voll rein,
voll rein. Und trotzdem haben wir so krass zu kämpfen. Wir werden kaum schneller. Wir werden immer noch nicht langsamer, aber trotzdem. Wahnsinn. Okay, ich glaube, ich muss an dieser Stelle noch einmal ein Foto machen. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Sorry, dafür ist es einfach zu schön. Und ich glaube, damit haben wir ein Thumbnail für heute gefunden. Den Kandidaten. Jawohl, von der anderen Seite, ne? Das ist schattig. Vielleicht noch so ein bisschen von weiter weg. Und von unten. Das gefällt mir irgendwie auch. Zwar nicht als Thumbnail, aber als reiner Screenshot an und für sich. Jawohl. So, ich bin zufrieden. Wobei hier am Haltepunkt Edle Krone, auch ein schöner Name. Klingt wie ein Gasthof, Edle Krone. Wo ist das, wo ist der Gasthof? Ist das der Gasthof? Ne, das ist das Bahnhofsgebäude. Da, das ist die Edle Krone bestimmt. So, ich musste mich hier einmal ganz kurz wieder zurecht hinsetzen. Ich bin schon fast gewillt, ehrlicherweise die AFB auszumachen, weil da tatsächlich die Leistung so ein bisschen dadurch zurückgehalten wird und wir gar nicht so wirklich auf Geschwindigkeit damit kommen. Wisst ihr was, wir machen das mal. Oder? Ja, wir werden wirklich nicht schneller. So, jetzt können wir. Jetzt haben wir mehr Leistung. Weil das ansonsten echt ein Trauerspiel hier ist. Oh, so 60% könnten reichen, um die Geschwindigkeit bei aktueller Steigung zu halten. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Da finden wohl Baumarbeiten statt. Sehr, sehr schön. Sowas muss es einfach häufiger geben. So. Jetzt sind wir gerade flach unterwegs.
machen, also die Leistung rausnehmen. Ja, hier muss ich sagen, ist so ein bisschen die Landschaftsgestaltung, obwohl das so nah am Gleis ist und man es halt wirklich sehen kann, ist das eher spärlich. Wir dürfen 80 fahren. Da kommt uns ein 612 entgegen. Hallihallo. Dann wieder runternehmen. Ja, wobei nicht so sehr. Wir wollen jetzt auch nicht zu langsam werden. Und ab hier sogar 90. Kann man ganz kurz auf die Karte gucken, wo wir sind. Boah. Sind hier, ich glaube, fast am höchsten Punkt der Rampe. Hier dürfen wir dann sogar 120 fahren. Wo sind wir denn hier? Klingenberg-Kolmnitz. Okay, und 120. Endlich mal ein bisschen beschleunigen. Und jetzt geht's auch bergauf, bergab, pardon. Das heißt also, die Gravitation hilft uns da auch ein bisschen mit. Leistung ist komplett bei 0 gesetzt und jetzt müssen wir eigentlich nur mit der E-Bremse ein bisschen nachhelfen und nachjustieren, was so die Geschwindigkeit angeht. Aber das passt soweit. So, jetzt geht's bergab. Und
Ansonsten wirklich nur die E-Bremse, komplett verschleißfrei. Wir hätten die Fahrt heute auch natürlich mit dem Vectron machen können, aber ich dachte mir, den haben wir ja schon sehr, sehr viel gesehen in den letzten... Ja, wobei in letzter Zeit eigentlich gar nicht mal mehr so viel. Ich würde sagen, das können wir demnächst mal wieder machen, Vectron fahren. In einem der nächsten Videos. Aber heute wollte ich mal tatsächlich die 185, ohne dass wir... Ups. Ohne dass wir als Güterzug unterwegs sind. Zugbeeinflussung. Weil ich tatsächlich einfach mit dem Personenzugdienst fahren wollte. So, die 85 sind unterschritten. Zugbeeinflussung. Wir können uns befreien und beschleunigen auf die 90. Also ein Glück, dass auf jeden Fall der Zug, der vor uns war, uns jetzt bisher keinen Stress gemacht hat. Dass wir jetzt nicht die ganze Zeit PZB-technisch auch noch mit den Beeinflussungen uns rumschlagen mussten. Apropos KI-Zug, da ist einer. Sorry, ans Mikrofon gedutscht. Und wir versuchen die 90 zu halten. Das können wir ganz gut, indem wir einfach rollen lassen. Es geht jetzt sowieso bergab. Also geografisch zumindest. Auf dem Kanal geht es hier zum Glück nicht so sehr bergab. Ganz im Gegenteil. Es sind immer mehr Menschen, die hier zuschauen. Und für die bin ich natürlich extremst dankbar, dass hier tatsächlich immer mehr Menschen zuschauen. Dass wir immer größer werden als Community. Und das freut mich natürlich immer sehr. So. Jetzt habe ich vorhin darüber geredet, dass wir nicht so sehr mit dem KI-Verkehr zu kämpfen haben. Und jetzt haben wir halt zu erwarten. Schade aber auch. Allerdings ohne verkürzten Bremsweg. Das heißt also, wir können mal wieder auslösen und einfach mal rollen lassen. Und gucken, was uns hinter den Kurven erwartet. Dafür nutzen wir mal hier unser Fernglas. Oh. Bisschen reinbremsen können wir. Ich nicht ganz genau weiß, was jetzt kommt. Okay, ja, hervorragend. Das Signal ist wieder umgesprungen. Zugbeeinflussung. Und wir befreien uns. Können hoch auf die 90, nie auf 70. Super. Das heißt, der Block vor uns ist jetzt hier frei. Auch hier eine sehr markante Szene oder Szenerie dieser Strecke mit diesen hohen Schloten, diesen Schornsteinen. Übrigens, Schornstein ist ein ganz interessantes Wort, denn
Es besteht ja aus zwei Teilen, aus Stein und Schorn. Aber hat da jemand schon mal nachgedacht, was Schorn eigentlich bedeutet? Das ist ein sogenanntes unikales Morphem. Kann man bei der nächsten ultralangweiligen Party mit diesem Wissen angeben. Ein unikales Morphem. Und ist vermutlich zurückzuführen auf ein, ich glaube, mittelhochdeutsches Wort, das in etwa so viel bedeutet wie hoch oder groß. Ja, also der hohe Stein, der Schornstein, der halt eben oben auf dem Dach war, der war eben praktisch Schorn. Aber das haben wir so nicht mehr lexikalisiert in unserem Sprachgebrauch, sondern lediglich in Verbindung mit Schornstein. Aber ja, ein ganz interessantes Wort. So ein bisschen wie Himbeere. Was ist eigentlich Him? Oder Brombeere. Was ist eigentlich Brom? Ne? Denkt mal darüber nach. Man könnte auch sowas sagen wie Schornhaus, oder? Für statt Hochhaus? Fände ich irgendwie ganz niedlich. Ja, so viel dazu. Kleines, unnützes Wissen. Aber gut, konzentrieren wir uns wieder auf die Züge. Oder diesen Zug hier, den wir jetzt auf 90 km/h mal hoch beschleunigen. Und dann jetzt gleich sogar auf 100. Dürfen beschleunigen. Hier vorne können wir immer rangieren. Ich habe vergessen, wie dieser Bahnhof hier vorne heißt. Oh. Zugbeeinflussung. Wir können gar nicht rangieren. Wir können jetzt erstmal hier anhalten. Hervorragend, 143. 363 in Verkehrsrot. Unser Signal ist umgesprungen. Das heißt also, wir befreien uns. Zugbeeinflussung. Hier in. Ist das Klingenberg? Freiberg. Freiberg in Sachsen. Und einmal hoch auf die 100. Hier können wir auch, glaube ich, mit der G6 zum Beispiel auch rumrangieren. Statt der 363, die da hinten abgestellt steht. Mit diesen Rungenwagen, auch schön. Auch schon lange nicht mehr mit den Rungenwagen unterwegs gewesen, ne? Und auch schon sehr lange nicht mehr mit diesen, mit den FALNS-Wagen, mit diesen Kohlebombern aus Rosig Nord. Wäre auf jeden Fall mal wieder eine Idee. Jetzt geht's wieder bergauf. Hier in Sachsen. Ich tatsächlich war zu meiner Schande noch nie in Sachsen.
aber das sollte ich mal ändern. Ich würde sehr gerne mal nach Dresden. Dresden. Vielleicht mache ich das mal. Vielleicht könnte ich dann auch mal wieder Trainspotting-Videos hochladen. Auch schon sehr lange nicht mehr gemacht. Habe ich jetzt auch nicht besonders viel vorher gemacht, ne? Aber wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Die Idee ist es auch, demnächst wieder anzuhalten, weil das Signal vor uns auf die Idee gekommen ist, uns einen Halt anzukündigen. Das bestätigen wir. Zugbeeinflussung. Ich sehe noch kein Signal. Das heißt also, wir lassen jetzt erstmal hier rollen. Das ist auf jeden Fall grün. Ja, das ist sonst das Grün. Dann befreien wir uns. Zugbeeinflussung. Und gehen wieder hoch auf die 120. Ja, wobei. Vielleicht eher nur so auf 100, weil wenn wir einen Zug anscheinend wieder vor der Nase haben, dann ist es auch nicht so schlau, die ganze Zeit jetzt hier hoch und runter zu beschleunigen. Vielleicht bleiben wir jetzt erstmal bei der 100, passen also unsere Geschwindigkeit an, damit wir die Durchschnittsgeschwindigkeit der Strecke mehr oder weniger fahren. Oder die Durchschnittsgeschwindigkeit hier des Verkehrs vor uns. Und lassen halt ansonsten eher nur so rollen. Wir werden ja sowieso jetzt schon wieder schneller. Aber ich werde jetzt nicht extra abbremsen, aber beschleunigen werde ich jedenfalls auch nicht. Also abbremsen werde ich schon, aber halt sobald wir die 120 touchiert haben. Aber auch nur mit der E-Bremse. Oh, müssen wir gerade gar nicht. So, jetzt haben wir die 120 erreicht. Wir sind wieder flach. Und halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Das ist das Signal. Dann halten wir auch natürlich an. Ja, das ist das Interessante an diesem Free-Roam-Modus, ne, dass man praktisch sich in einen vollen Fahrplan hineinzwängt und der Fahrdienstleiter dann halt mal gucken muss, wie der einen da so durchbringt. Und ich würde sagen, es ist gar nicht mal so unrealistisch, ne? Wenn da irgendwie noch zusätzlich auf einmal ein Zug auftaucht. Aus welchen Gründen auch immer. Zugbeeinflussung. Dann kann das auch schon mal sein, dass da der Fahrplan durcheinander gebracht wird. So, wir beschleunigen wieder maximal nur jetzt auf 100. Wir haben 2000 Hertz, ne? 2000 Hertz Gleismagnet.
Was ist eigentlich mit dem Gebäude los? Brennt das von innen? Verkaufen die dort Lampen? Man weiß es nicht. Ups, das wollte ich nicht. Falsche Taste. So, wie gesagt, wir beschleunigen nur bis 100. Und lassen jetzt mal rollen. Hier die Ankündigung auf 100. Schöne Aussicht hat man auf jeden Fall, ne? Gar keine Frage. Von der Seite? Boah, von der Seite jetzt nicht so. Ja. Himmel schön blau. Und ab hier dürfen wir dann 110 fahren, nicht 111. Ankündigen auf 90. Da ist kein Gleismagnet verbaut. Wir bestätigen trotzdem. Und werden jetzt mal langsamer. Hier gelten die 90. Und wir haben halt zu erwarten. Zugbeeinflussung. Vorsignal wiederholer. Zugbeeinflussung.
Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und wir hatten an. Braucht nicht. Zugbeeinflussung. Kamera 3 ist leider unter der Erde. Ja, bin wieder rausgekommen. Ja, ihr Lieben, allerdings habe ich leider privat das Ganze zeitlich ein bisschen schwierig bei mir getimed. Ich dachte, wir brauchen nicht ganz so lange über die Strecke. Daher muss ich leider aus privaten zeitlichen Gründen wegen eines Termins, den ich noch habe, diese Aufnahme halt vorher schon beenden. Jetzt beinahe eine Stunde unterwegs gewesen und ich habe gedacht, dass das in der Stunde passt, aber das ist es halt leider nicht. Dementsprechend die letzten paar Kilometer, boah, stellt euch vor, die fahre ich jetzt alleine. Ich bedanke mich aber ganz herzlich trotzdem fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe, macht's gut.